Und schon wieder zurück bei DSA Schatten über Riva. Ihr seht, ich stehe schon unten. Ich habe aus lauter Verzweiflung eben, nicht nur wegen dieser Musik, sondern auch, weil ich ja den Knopf gesucht habe, um wieder nach oben und unten zu gucken. Ich habe es also geschafft, wieder in die richtige Richtung zu gucken. Das ist für aventurische Helden ist das eine Meisterleistung. Ihr könnt in die richtige Richtung gucken. Da gibt es erstmal 200 Abenteuerpunkte. Dankeschön. Und war dann aber so verzweifelt, dass ich so viel rumgeklickt habe, dass ich erst gemerkt habe, dass das Mikrofon gemutet ist, nachdem ich schon wieder hier unten war. Und die letzte Speicherung ist leider vor dem ganzen Peregor-Kram und vor dem Mosaik. Das wollte ich jetzt nicht alles nochmal machen. Das Einzige, was ich da oben jetzt gerade gemacht habe, das ist aus diesem Mosaikraum rausgehen, wieder zurück ins Schlafzimmer und da über den Teleporter laufen. Und der Teleporter hat uns dann hier unten in dieses kleine Räumchen geschmissen, wo alles voller Hecken drumherum ist. Also es ist im Grunde nichts passiert, außer dass wir hier unten angekommen sind. Und jetzt habe ich erstmal gespeichert. Die Tür ist mit zwei Metallriegeln versperrt. Durchrütteln könnt ihr sie aus ihren Halterungen lösen und die Tür öffnen. Oh. Oh. Was für ein Segen. Hört ihr die Musik? Hört ihr die Musik? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ich wollte raus. Ich werd gleich wen umbringen, weil die Musik mich verrückt gemacht hat. Das passt überhaupt nicht zum Lied. Und ich habe mich verlaufen, weil es dunkel ist. Okay, ein bisschen ernsthaft. Das ist eine ernste Angelegenheit, dieses Spiel. Also bitte ein bisschen ernsthafter bleiben, ja? Das wäre mir sehr recht. Da würde ich mich sehr freuen. Wir können diese Insel endlich verlassen und ich versuche jetzt hier durch die Dunkelheit zu gehen, obwohl mir das eigentlich sehr unrecht ist. Aber ich glaube, da hinten... Nein! Okay, wir zerklatschen sie, damit sie uns keine Erinnerungen rauben können. Das hätte mir noch gefehlt, dass jetzt einer stirbt. Das hätte mir noch gefehlt. Bloß weg hier. Ja, ja. Mhm, das war der Hinweis dazu, aber wir können jetzt hier endlich mit dem Boot. An der anderen Seite, auf der anderen Seite des Flusses setzt sich das Boot mit dem Holberger Haffel in Bewegung. Ja, ich möchte nach Hause. Wir sind wieder zu Hause. Und vor allen Dingen, wir können jetzt endlich... Ja, wir können jetzt endlich dieses ganze Kapitel mit dem Magierturm, das schließen wir jetzt einfach mal hinter uns ab. Wir vergessen es, wir werden uns nie wieder daran erinnern, bis zum nächsten Durchlauf von Schatten über Riva. Weil ich bin mir ganz sicher, irgendwann in den nächsten 4 bis 5 Jahren werde ich dieses Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. So, wo haben wir denn jetzt eine prächtige Herberge? Ich glaube hier unten. Man kann übrigens nicht mehr über die Karte schnell reisen, das ärgert mich ein bisschen. Ja gut, es macht natürlich auch in dem Sinne Sinn, als dass diese Schnellreise ja quasi, naja, es war ja ein Goodie beim zweiten Teil war es ein Goodie, weil man eben in sehr vielen Städten ist und wo viele von den Häusern einfach total sinnlos sind. Hier ist eine Herberge. Hier können wir uns, nee, das ist eine Taverne, oder? Nee, Zimmer mieten. Sehr gut. Sweet. Bitteschön, Dankeschön. Ja, jetzt erstmal ganz wichtig, Talent anwenden. Und zwar Valaria, Krankheit heilen auf Brüder. Mhm, sehr schön. Fühlt sich wieder besser. Dann kriegen alle mal ein leckeres Essen für 2 Dukaten. Nicht eben ein Festmahl, aber immerhin. Und jetzt wird erstmal ausgiebig geschlafen, nämlich 23 Stunden klingt mir eigentlich ganz gut. Ach, so, wir haben es. 7 Uhr und 37 Minuten. Und wir sind wieder in Riva und raus aus diesem furchtbaren Turm und werden diese Musik hoffentlich niemals, niemals wieder in unserem ganzen Leben hören. Nie wieder. Riva 4, Riva 2, Riva... Wo ist denn Riva 1? Oh, Riva 1 sollte ich nicht überspeichern. Das ist quasi meine Sicherheit. Dann machen wir doch weiter mit Riva 2, oder? Das passt eigentlich ganz gut. So. Jetzt ist die Frage, jetzt muss ich erstmal Sachen loswerden, ganz, ganz dringend. Jetzt muss ich mal zum Marktplatz hochlaufen und vielleicht bekommen wir ja jetzt auch, wenn wir auf den... Hallo ihr Süßen, wie wär's denn mit uns? Erklingt eine weibliche Stimme hinter euch. Ich mache euch einen guten Preis, wenn ihr alle mitkommt.
Erschrocken starrt die Frau auf Androsch. Oh, verzeiht, ich wusste nicht. Und schon ist die Frau wieder verschwunden. Rassisten! Mir wurde dazu geraten, ich solle nochmal mit dem Rattenfänger reden. Der Rattenfänger ist nicht zu Hause. Dann schauen wir uns doch mal in der Wohnung um, oder? Die Hütte des Rattenfängers ist kärglich ausgestattet. Das einzig Auffällige ist ein sonderbares Artefakt, das auf einem Regalbrett liegt. Es besteht aus drei kurzen Stäben, die in die Schnittfläche eines halbkugelförmigen Knaufs eingepasst sind. In die Rundung des Knaufs ist ein Knopf eingelassen. Als Androsch den Knopf drückt, werden einige kleine Lamellen aus den Stäben geschoben, die sofort wieder verschwinden, als er den Knopf loslässt. Wollt ihr das seltsame Ding mitnehmen? Ja, klar. Nach einigen Minuten geht die Tür auf und der Rattenfänger tritt ein. Er mustert euch etwas erstaunt, doch dann nickt er grüßend und schließt die Tür hinter sich. Hallo du? Piraten? Sie verfügen über 6 oder auch 7 Schiffe. Inzwischen gilt es als sicher, dass sie auf der Insel des Sorek ihren Stützpunkt haben. Alles, was man sonst noch hört, sind nur Gerüchte. Okay, ich glaube vielmehr Ratten. Was ist das für ein seltsames Gerät, mit dem ihr die Ratten vor euch hertreibt? Die Idee dazu hatte ich selbst. Allerdings konnte es nur durch zwergische Handwerkskunst angefertigt werden. Auch hier möchte ich meine Geheimnisse nicht offenbaren. Aber ich kann euch immerhin verraten, dass die Flammen von Hylaila Feuer gespeist werden. Man erzählt sich in der Stadt so einiges über euch. Ich weiß, ich bin ein Werwolf, richte in der Kanalisation Dämonen ab und fresse die Ratten, die ich fange. Das Gesicht, das der Rattenfänger zieht, um den Werwolf darzustellen, ist wesentlich eindrucksvoller als die Laute, die er dabei von sich gibt. Er grinst vergnügt. Das werde ich wohl noch ein bisschen üben müssen. Man sagt, dass sich die Gildenangehörigen bei einer Verfolgung in die Kanalisation zurückziehen. Das ist richtig. Ich begegne dort des Öfteren den Leuten der Gilde. Wir gehen uns, soweit es eben geht, aus dem Weg und lassen uns gegenseitig in Ruhe. Hin und wieder muss ich zwar einen Gardistentrupp durch den Untergrund führen, aber bei dem Krach, den die Kerle veranstalten, hat die Gilde keine Probleme, rechtzeitig abzuziehen. Die Gardisten finden auch nie etwas. Fällt es dir nicht auf, dass ihr die Gilde deckt? Beim Stadtrat ist das wohl bekannt. Diese Leute wissen, dass ich es mir nicht mit der Gilde verscherzen kann, wenn ich meine Arbeit weiterhin tun soll. Um das Gesicht zu wahren, muss ich ab und an Gardisten durch die Kanalisation begleiten. Na gut. Hast du noch was über Riva zu erzählen? Nee. Was über Orks? Nee. Und Hulberker? Na gut, sonst hat er nichts zu erzählen. Aber interessant, wir haben eine Gerätschaft bei ihm gefunden. Ich frage mich nur gerade, wer hatte denn noch Platz im Inventar, um die an sich zu nehmen? Ich glaube, niemand mehr. Das würde mich dann doch jetzt ein bisschen irritieren. Hier. Gerät des Rattenfängers. Da bin ich mal gespannt, was wir damit machen können. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir schnellstmöglich Sachen loswerden. Also Sachen verkaufen. Und dann können wir uns 2 Dingen zuwenden. Einmal dem alten Wachturm am Hafen. Und ich glaube, das ist... Die Brücke ist übrigens... Deswegen ist die Brücke so groß. Obwohl, sie ist immer noch so groß. Ja, die Brücke ist größer als unsere Leute. Der alte Wachturm am Hafen ist, glaube ich, hier irgendwo. Wurde mir auch geschrieben. Irgendwo hier? Na, ich muss mich mal genau umgucken. Eines von den Häusern war es, glaube ich. Wisst ihr was? Wir waren jetzt die ganze Zeit bei diesem komischen Magier unterwegs. Jetzt werden wir uns ein bisschen amüsieren. Ja, klar. Ihr verbringt ein angenehmes Stündchen im Bordell, bevor ihr euch wieder dem Ernst des Lebens zuwendet. Ah, schon viel besser. Das muss man ja ab und zu auch mal in Kauf nehmen, ne? Das ist ja... Es geht ja auch um die Helden und um deren geistige Gesundheit. Ja, und wenn du den ganzen Tag oder seit mehreren Tagen, also Ingame-Tage, die ganze Zeit dieses Hebat, Jobat hörst, dann willst du irgendwann vielleicht auch mal was anderes hören. Das liebliche Stimmchen einer jungen Dame oder eines schmucken Herrn. Das könnte ja helfen. Ich war auf dem Weg zum Marktplatz und ich wollte da wirklich auch hingehen. Denn es könnte ja sein, aber es sind hier keine neuen Informationen. Also normalerweise, wenn man über diese Felder hier läuft, bekommt man immer irgendwas Neues mit. Aber nein. Anscheinend nicht. Ich werde euch das aber nicht antun, das mit dem Verkaufen, weil ich jetzt wahrscheinlich relativ viel hin und her schieben muss. Und deswegen machen wir jetzt einen ganz kurzen Cut. Ich mache jetzt mal das Inventar leer. Achso, ich renne vielleicht zwischendrin auch nochmal zu
zu Steepen oder zur Magierakademie, um da nochmal ein paar Sachen identifizieren zu lassen. Einfach damit wir mal wissen, was wir da überhaupt dabei haben. Wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. Ein kleiner Augenblick. Ob meine Gruppe jemals wiederkommt? Haben sie mich schon ganz vergessen? Ich stehe die ganze Zeit hier am Rad rum, aber irgendwie kommt niemand mehr. Warum? Sie können mich doch nicht einfach hier vergessen haben, oder? Oder haben sie mich vielleicht doch vergessen? Ganz kurios. Vielleicht sollte ich von alleine rausgehen. Vielleicht finde ich sie ja irgendwo. Ist nur die Frage, wie komme ich hier eigentlich raus? Gute Frage. Ich habe Rayada komplett vergessen. Es ist mir leider gerade erst auf. Ich habe Rayada komplett vergessen, aber wirklich komplett. Die arme Frau. Die wundert sich gerade, wo ihre Kumpanen sind. Die steht da seit... Ja, wir haben ja auch noch extra... Weißt du, wir haben auch noch extra in der Herberge geschlafen. Nö, haben dann noch eine schöne Reise gemacht. So, ich glaube, hier hinten war noch eine Hecke, die man durchtreten konnte. Und da ist die Musik wieder. Und ich sag noch, wir müssen sie nie wieder hören. Ja, noch eine schöne Reise gemacht, dann noch schön ins Bordell rein. Und derweil steht Rayada da am Rad und denkt sich, ja, was passiert denn hier? Warum kommt denn niemand mehr? Okay, sie kann hier offenbar auch nichts mehr machen. Ganz ehrlich, ich lasse den Turm jetzt auch hinter mir. Spielpunkte hin oder her, es ist mir jetzt relativ wurscht. Wir gehen jetzt nach Hause, auch mit Rayada. Es tut mir so unfassbar leid für sie irgendwie. Das war ja keine Absicht. Aua, oh Gott, jetzt hat auch noch die Hälfte der... Oh Gott, ich muss sie... Wenn jetzt noch die Fliegen kommen, dann ist sie tot. Toll, das wäre es ja noch. Schön Rayada umbringen. Oh, und sie hat, glaube ich, Durst. Sie hat Hunger und Durst. Oh, sie hat jede Menge Durst. Oh, oh. Ja, Rayada wäre fast verhungert, weil sie da in der Ecke stand. Dinge passieren. Ludwig, also wir haben sie aber auch komplett aus den Augen verloren. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass sie ja auch noch existiert. Ja, dann kommt sie irgendwann völlig verdurstet, verdreckt und kaputt. Ja, bitte zur anderen Seite. Völlig verdurstet, verhungert, verdreckt, kaputt, müde, kommt sie auf der anderen Seite an, kommt den Riva ran. Und das Erste, was sie sieht, ist, wie der Rest der Gruppe lachend und torkelnd betrunken aus dem Bordell kommt und sich des Lebens erfreut. Also da würde ich mir als Rayada auch Gedanken machen, ob ich mit der Gruppe wirklich noch weiter reisen will. Ich weiß es ja nicht. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo habe ich denn den Rest der Gruppe eigentlich... Ich glaube, das war am Marktplatz, habe ich die hinterlassen. Wir können auch den Nordweg hier nehmen. Hier gab es doch auch einen Weg Richtung Markt, oder? Nee. Aber ich glaube, von hier unten nicht. Lalalala. Sobald sie mit dem Rest der Gruppe vereint ist, hat sie ja auch wieder genug zu trinken und zu essen. Dann kann sie nämlich auch mal ihre Proviantpäckchen loswerden. Ich war jetzt noch nicht bei der Akademie. Ich habe noch nichts verkauft, weil mir brütend heiß eingefallen ist, dass die arme Rayada da oben noch rumsteht. Ah, dieses Abenteuer macht mich fertig. Käsetoast nehme ich mit. Lecker. Jetzt hat sie zumindest schon mal keinen Hunger mehr. Also schon mal ein Vorteil. Ja, ich möchte die Handwerkshalle betreten und ich glaube, unsere Leute standen hier irgendwo. Hier. Da. Gruppe vereinen. Rayada ist wieder mit dabei. Hallo, willkommen zurück. Ich habe dich ja schon so vermisst. Okay, die Gruppe ist wieder vereint. Das ist alles gut. Trinken. Ja, ich... Trink doch einfach. Ich meine, ich kann ja jetzt den Wasserschlauch geben, aber das wird ja nichts ändern, oder? Köstlich erfrischend. Okay. Jetzt hat sie keinen Durst mehr. Sehr gut. Dann nehmen wir den Wasserschlauch jetzt wieder an uns und können die Rationen von ihr jetzt auch mal wegwerfen. Sehr schön. Hat sie noch 2 Fackeln? Die brauchen wir auch noch. Ich will das doch nur da oben hinlegen. Meine Güte. So. Und jetzt widme ich mich dann mal dem Kaufen und Verkaufen und dem Identifizieren und so weiter. Jetzt ist Rayada auch wieder bei ihrer Gruppe. Alle freuen sich. Alle sind wieder gute Freunde. Sie haben das kleine Missgeschick vergessen. Und wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Es ist alles vollbracht. Ich habe allen Schmuh verkauft. Ich habe alles mal identifizieren lassen. Hier dieses Schwert, das wir gefunden haben, besonders wirksam gegen Untote, ist ganz nett.
die anderen Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchten, die bin ich mal losgeworden. Hier die Amulette und die Ringe. Da habe ich mal geguckt, dass wir das möglichst sinnbringend verteilen. Sie hat auch eins bekommen. Ich habe wieder ein bisschen aufgekräutert. Sie hat wieder ihre Pfeile bis zum geht nicht mehr. Rayada ist auch wieder mit dabei. Das haben wir ja schon gesehen. Und ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Die Schwerter und das hier, das lasse ich mal bei ihm. Vielleicht können wir das gegen Untote ja nochmal irgendwie relativ sinnvoll nutzen. Es würde mich freuen, wenn wir dafür einen Nutzen finden würden. Den magischen Zweihänder würde ich auch ungern aus der Hand geben. Was ich allerdings machen könnte, wobei, nee, ich nehme die beiden Sachen einfach mal mit. Ludwig kann ja mittlerweile ohnehin enorm viel tragen. Naja gut, wir haben endlich den Magierturm hinter uns. Jetzt wäre eine Sache, die mich noch interessieren würde. Und da würde ich jetzt tatsächlich nochmal hingehen, denn wir haben ja die Aufgabe von dem Hohlberger da oben jetzt eigentlich gelöst. Hat er denn vielleicht noch eine Belohnung für uns oder sagt er uns irgendwas darüber, dass wir das mit dem Magier geschafft haben? Finde ich aber auch ein bisschen seltsam, dass einer von diesen richtig bösen Schwarzmagiern, und das muss ja einer von den richtig bösen Schwarzmagiern gewesen sein, hier einfach direkt neben Riva seinen kleinen Turm hat und niemandem was auffällt. Die Hohlberger freuen sich wie kleine Kinder, als sie erfahren, dass der Magier besiegt ist. Ihr seid die Helden der Sippe und gerne beantworten die Schwarzpelze alle eure Fragen. Schon bald stellt ihr fest, dass es mit der Intelligenz der Hohlberger nicht sehr weit her ist. Ordogulek, der einen guten Eindruck auf euch gemacht hat, ist mit Sicherheit um einiges klüger als seine Artgenossen. Ordo hat euer Problem bald erkannt und beginnt seine Leute zu befragen. Schließlich führt er eine halbwüchsige Hohlbergerin zu euch. Das Mädchen berichtet, etwas aufgeregt und in schlechtem Gareti von ihrem letzten Besuch bei den Orks. Die Erzählung beginnt euch bald zu langweilen und ihr überlegt bereits, wie ihr die kleine Elegant wieder loswerden könnt, als Androsch plötzlich hellhörig wird. Moment, unterbricht er das Kind. Was waren das für Geschenke? Geschenk für große Ork, radebrecht das Mädchen. Macht gut Gefühl für Riva und Handelgorm. Ordo unterhält sich längere Zeit mit der Kleinen, dann wendet er sich an euch. Die Angehörigen des Mädchens waren vor etwas mehr als 2 Jahren auf einem Handelszug zu den Orks und haben unter anderem Geschenke an die Orkführer überbracht. Interessant ist dabei die Tatsache, dass diese Geschenke von dem Händler Gorm Goldrecht in Auftrag gegeben wurden. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Die Bürger Rivas handeln mit den Orken, doch machen sie ihnen keine Geschenke. Nun werden auch die Eltern des Mädchens hinzugezogen, um den Zeitpunkt der Bescherung zu bestimmen. Androsch sträuben sich die Haare, kurz bevor die Orkkriege begannen. Konrad blickt Androsch erwartungsvoll an. Das ist doch genau das, wonach wir suchen, oder nicht? Eine Spur, nickt Androsch. Nicht gerade großartig, aber es könnte tatsächlich einen Zusammenhang geben. Alle Orks erheben sich wegen einiger Geschenke, sinniert Konrad. Das scheint mir aber ziemlich unwahrscheinlich. Das scheint mir auch ziemlich unwahrscheinlich, aber immerhin haben wir noch ein bisschen was erfahren. Ihr seid es, kommt herein! Ordogulek und seine Frau sind aufrichtig erfreut, euch zu sehen. Sie bieten euch etwas zu essen an und laden euch ein, über Nacht zu bleiben. Nee, wir haben ja noch zu tun. Und wir haben sogar noch eine Sache zu tun, die ich eigentlich schon vor sehr langer Zeit machen wollte, aber dann ist ja immer wieder was dazwischen gekommen. Erst das mit der Kanalisation, dann das mit dem Magierturm und immer wieder war irgendwas. Und dabei hätten wir da schon längst hingehen können. Und da werden wir jetzt auch hingehen, da lasse ich mich jetzt nicht mehr von abhalten. Übrigens bin ich auf dem Weg. Als ich auf dem Weg in Richtung Magierakademie war, um alle Gegenstände mal richtig identifizieren zu lassen. Tja, wisst ihr, wer mir da aufgelauert hat? Eine Gruppe von Torvalern. Jawohl, das ist doch wunderbar. Die haben einfach respawned, die kleinen Penner. Unfassbar. So, ich möchte gerne die Stadt verlassen und wir haben endlich wieder sinnvolle, schöne Musik. Das freut mich am meisten. Wahrscheinlich sind jetzt hier auch schon wieder Torvaler, oder? Nee, keine Torvaler da. Es braucht immer eine ganze Weile, bis sie dann wieder sich zusammenrotten. Dann muss man sie wieder einmal ordentlich verprügeln und dann geht's wieder. So ist das mit Torvalern. Ne, Brüder, kennst du? Ah nee, hier ging's... Was? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wo kommen denn die Orks her? Wir sind hier direkt vor Riva. Die Stadtmauer ist in Sichtweite. Boah. Ach, guck mal, wer ist denn das?
Den Charakter kenne ich ja gar nicht. Wieso ist denn der bei uns in der Gruppe? Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier auf eine Ork-Patrouille treffen. Irgendwie 20 Meter ein Steinwurf von Riva entfernt. Einen Steinwurf. Und wo sind die Torvaler? Die kümmern sich wieder um nichts. Liegen irgendwo in der Ecke und trinken ihren Schnaps und kurieren ihre Wunden aus. Zugegeben, ich habe sie kaputt geschlagen, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen nicht aufpassen müssen. Ja gut, dann möchte ich aber gerne auch von Riva bezahlt werden dafür, dass ich hier die Ork-Plage abhalte, weil anscheinend bin ich ja der Einzige, der sich darum kümmert. Ich hoffe mal, der Ork-Anführer da oben, der wird sich jetzt Rayada oder Androsch widmen. Alles andere wäre unschön. Und vor allen Dingen dann gleich so viele. Warum so viele? Also Logikfragen stelle ich bei diesem Spiel jetzt einfach nicht mehr. Ich werde nie wieder Logikfragen stellen. Das hat sich für mich erübrigt. So, und die greifen doch tatsächlich hier den Konrad an. Da wird aber sofort mal geblitzt. Und dann muss ich mal für Recht und Ordnung sorgen. Und ich dachte, ich könnte in die Orkhöhle rein, nicht in die Orkhöhle, in die Zwergenbinge rein und könnte dort einfach ganz getrost ein neues Abenteuer beginnen. Aber nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch... Ich war naiv. Naiv und blind. Ich habe vergessen, welches Spiel ich spiele. Ja gut, das wird mir nicht nochmal passieren. Aber gut, es sind nur Orks. Wir sind schon... Also das erinnert mich so ein bisschen an die Patrouille, die wir vor Quirasim immer getroffen haben. Und ich bin ja in Sternenschweif auch das ein oder andere Mal nach Quirasim gereist, unter anderem als ich da die Gruppe einmal absetzen musste, also unsere beiden, Brüder und Valaria hatte ich ja da abgesetzt. Und da ist mir jedes Mal, wenn wir da hochgehen, tauchte diese Ork-Patrouille auf und immer an der gleichen Stelle, man konnte ihr auch nicht ausweichen und auch diese Ork-Patrouille musste ich dutzende Male umbringen. Das war auch ein bisschen nervig, aber gut. Es sind wieder Erfahrungspunkte. Da kann man auch nichts sagen. Ja, in jedem Fall bin ich unfassbar froh, dass wir den Magierturm dann doch noch geschafft haben und ihn hinter uns gebracht haben. Eine von den... Ich würde sogar fast sagen, eine von den komplizierteren oder von den längeren Quests. In Anführungszeichen. Weil die natürlich auch was mit der Hauptquest an sich zu tun hat. Denn man muss sie ja machen. Also man muss in diesen Turm, um von den Holberkern Informationen darüber zu bekommen, dass es Geschenke an Orken gegeben hat, was ziemlich seltsam ist. Normalerweise wird Orken nichts geschenkt und normalerweise, ich glaube, sie nehmen auch ganz ungerne Geschenke an. Bin mir da jetzt selber nicht so sicher. Sie könnte doch jetzt mal hier aushelfen, dann kann nämlich der Thorgrim direkt in die andere Richtung rennen. Ja, das Schöne ist, wenn der Kampf hier vorbei ist, dann habe ich das ganze Inventar wieder voll mit irgendwelchen Orkenwaffen, die ich eigentlich verkaufen müsste, um an Geld zu kommen. Aber ich habe jetzt auch gesehen, wir haben jetzt ganz knapp an der 3000 Dukaten Grenze geschrappt. Also es waren nicht mehr viel, es waren nur irgendwie 12 Dukaten, die gefehlt hätten. Habe dann natürlich wieder ein bisschen Geld ausgegeben, allein um Pfeile zu kaufen und um wieder ein paar Kräuter zu besorgen. Aber alles in allem ist mir natürlich bewusst, dass wir so viel Geld niemals im ganzen Spiel werden brauchen. Jetzt sag mir nicht, ich kann hier nirgendwo hin. Oh komm. Okay, dann. Aber die schießen halt mit Pfeilen, das ist doch unfair. Ja, und deswegen habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet. Also, ich werde auch, wenn die hier jetzt Loot hinterlassen, das wird alles nichts Magisches sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dann sei mir das auch ziemlich egal. Ich werde jetzt nicht wieder die ganze Gruppe belasten. Ich habe schon die Entermesser von den... Ja, ich kann nirgendwo hingehen, nur da oben gibt es einen Weg. Ich habe schon die Entermesser von den Torvalern schon wieder mitgenommen und auch wieder verkauft. Also 2000 Dukaten, da müssen wir schon viele, viele, viele Stunden im Bordell verbringen, um da irgendwie mal wirklich an die Grenzen dessen zu kommen, was wir ausgeben können. Und ich denke mal, das wird nicht passieren. Deswegen
Geld kann uns jetzt ziemlich egal sein. Ich könnte mich jetzt auch den Rest des Spiels darauf fokussieren, einfach nur noch die magischen Gegenstände mitzunehmen, statt alles andere. Vielleicht sollte ich das auch einfach mal machen. Aber dann ist wiederum dieser Loot-Instinkt, den ich dann doch immer wieder irgendwo bei mir habe, den kann ich auch nicht abschalten. Das ist ganz furchtbar. Wenn ich dann was sehe, was ich looten könnte, dann muss ich das sofort mitnehmen. Das tut mir auch sehr leid. Nein, eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. Im Gegenteil. Ich bin stolz darauf. Das ist jahrelang antrainierte DSA-Erfahrung. So, sie kann auch noch immer nur sichern. Hier kannst du vielleicht den erreichen. Ja, sehr gut. Ich bin ja jetzt froh. Ich muss ja keine Pfeile mehr irgendwie zurückhalten oder sparen. Jetzt kann ich ja wieder ausgeben bis zum Gegner. Ach, jetzt geht aber schnell. Den hatte ich ja noch gar nicht angegriffen. Warum ist denn der jetzt so schnell umgefallen da oben? Das erschließt sich mir nicht. Du kannst sogar dahin. Oh, sehr schön. Dann haben wir ja ein freies Schussfeld und können mit zwei Charakteren auf den guten Mann da oben einprügeln. Oh nein, wenn Thorgrim... Ich hasse dich, Thorgrim! Ja gut, es wird der Moment kommen, da wird Thorgrim uns nicht mehr begleiten. Also es wird der Tag kommen, an dem wir ihn zum letzten Mal sehen. Und ich weiß nicht, wie fern dieser Tag noch ist. Aber er dürfte nicht mehr allzu fern sein eigentlich. Ja, dann haben wir das auch erledigt. So, ich wollte jetzt eigentlich nur noch den Kampf machen, dass wir den nicht in die nächste Folge mit reinschleppen, zumal ich gerade die... Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr kennt mich, ihr wisst, wie es los ist, ihr habt eine Ahnung, was jetzt passieren wird, wenn ich das hier sehe. Ja, dann wisst ihr Bescheid, wie das jetzt laufen wird, denn ich wollte eigentlich nur den Kampf machen, wollte dann zur Zwergenbinge rennen. Aber wir starten einfach nächste Folge dann bei der Zwergenbinge. Ich werde jetzt das hier einpacken, verkaufen, ich kann nicht anders. Es tut mir unfassbar leid. Es geht nicht anders. Alles mitnehmen. Dankeschön. Andros hat eine neue Stufe erreicht. Ja, das ist ja wundervoll. Das passt ja perfekt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache mal eben den Aufstieg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.